Es hat das Paulchen, um auf einen grünen Zweig zu kommen, einen Job in einem grünen Walde angenommen, wo er, bekleidet mit einem Försterhut und widerwillig, seine Arbeit tut. Er wurde angestellt, den Wald zu säubern. Verunreinigt nicht etwa von den Räubern, die so vor 100 Jahren durch die Büsche sausten. Nein, nein, die haben nichts damit zu tun. Hier hausten Vandalen aus dem jetzigen Jahrhundert. Ach so, naja, dass da der Wald versaut, wohl keinen wundert. Und unser Paulchen schwingt den Besen. Da sieht er einen Bären dösen und denkt sich, warte nur, du alter Honigfresser, auf meinen welken Blättern schläfst du besser. Es ist die Luft im Wald nicht nur gesund für Menschen, nein, auch einem altersschwachen Hund tut sie recht gut. Das hat sich auch Herr Fitz gedacht und seinen treuen Rex in Paulchens Wald gebracht. Er richtet seine Wohnstatt hier in eines Zelts Gestalt und wandert dann, zwecks Holzbeschaffung, erstmal in den Wald. Kein offenes Feuer, bittet dieses Schild. Es meint Herr Fitz, dass das für ihn nicht gilt und haut es um, damit an seines Holzes Wärme der altersschwache Rex sich wärmen kann, die Därme, die ihm in letzter Zeit viel Schwierigkeiten machen. Es wird, wem's ähnlich geht, ganz sicher über Rex nicht lachen. Ganz fälschlich war der arme Rex beschuldigt worden, er tät durch Wasser, das er lässt, die Flamme morden. Herr Fitz will auf sein Feuer nicht verzichten und schickt sich an, die Schonung zu vernichten. Mit Schrecken hört der Paul den Schlag der Axt und denkt, wo doch das Zeug so langsam wächst. Der kann doch, was er will, hier nicht so einfach tun. Nein, nein, die Sache lässt das Paulchen nicht auf sich beruhen. Herr Fitz sah seine Streichhölzer verkohlen. Um sich von diesem Ärger erstmal zu erholen, sitzt er in einem Kahn mit einer Angelrute und langsam wird ihm freundlicher zumute. Besonderen Spaß macht ja das Angeln, wie ihr wisst, in einem See, in dem's verboten ist. Am Grund des Sees ist Paulchen längst dabei, hinwegzuräumen Fitzens Schweinerei. Der eben ist er nun beim Nichtstun oder Werkeln nicht anders kann, als überall herum zu ferkeln. Zur Strafe leitet Paul die Fische um. Man sollte meinen, Fitzen wird zu dumm, wenn er da sitzt und Löcher in die Gegend guckt. Aha, jetzt eben hat es an der Schnur gezuckt. Vor Fitzens Zelt am nächsten Tag trifft unser Paulchen fast der Schlag. Was da an leeren Büchsen, Tuben und Papier den Wald schmückt, reicht ihm nicht zur Zier. Dabei steht überall Müll rumwerfen verboten. Schwupp, fliegt die nächste Dose aus des Schmutzfings Pfoten. Das geht zu weit, denkt Paul, das Gott erbarm, und läuft zum Specht und bittet, Schlag Alarm. Der tut's und klopft, bis seine Morsezeichen im übernächsten Forstrevier den Meister Petz erreichen. Der denkt zuerst, er hört nicht recht. Dann wird ihm fast vor Ärger schlecht. Dann macht er sich endlich auf die Socken, um dem Umweltverschmutzer mal was einzubrocken. Gefüllt sind schließlich 17 Tonnen.
Es ist mancher Tropfen Schweiß geronnen und auf dem Zahnfleisch kriecht Herr Fitz ins Zelt und denkt sich, gute Nacht, du schnöde Welt. Der Paul schaut auf die Uhr, es ist Punkt 10, da heißt es Wasserfall und See abdrehen. Gesagt, getan, der Hahn ist zu, die ganze Gegend geht zur Ruhe. Der ganze See verschwindet und die letzte Fichte, die Berge auch und Ende der Geschichte.